Die britische Diätberaterin Marjorie Dawes gibt hilfreiche Ratschläge an amerikanische Schweinemenschen. Okidoki, also, dann schauen wir doch mal. So. Oh, das sieht nicht gut aus, was? Oh je. Oh. Du hast 2 Pfund zugenommen. Und ich habe mir diese Woche solche Mühe gegeben. Es ist nicht so leicht, oder? Nein, ist es nicht. Ach. Wie alt bist du nochmal, meine Liebe? 65. Oh je, sie ist 65, sie ist fettleibig und sie hat keinen Mann, oder doch? Nein, er hat mich Weihnachten verlassen. Hast du dir gedacht, ich will nicht mehr leben? Nein, ich hätte, wenn ich du wäre. Möchtest du wieder an deinen Platz watscheln, meine Liebe? Sag dir, meine Süße. Oh je. Nun denn, wer ist der Nächste? Ja, Jenny. Die lustige Jenny. Die lustige, fette Jenny. Okay, gut. Wenn du jetzt also auf die Waage hüpfen würdest... Vorsichtig. Und dann schauen wir doch mal. Also, du hattest 280 Pfund. Und jetzt hast du... Oh je. Oh. 275 Pfund. Ja! Juhu! 5 Pfund. Ja. Wow! Das ist eine Menge in nur einer Woche. Oh ja, allerdings, Marjorie. Yeah. Dann musst du ziemlich konsequent die Fettfaltersdiät befolgt haben. Oh, ehrlich gesagt komme ich schon seit Jahren hierher und habe bisher noch nie an Gewicht verloren. Ist das wahr? Ja, deshalb hat mein Arzt mir empfohlen, mir ein Magenband einzusetzen und das Gewicht ist einfach von mir abgefallen. Du hast also betrogen. Mein Arzt hat es mir verordnet. Oh nein, Jenny, du bist eine Betrügerin. Ich verstehe nicht ganz, wieso ich... Gib wieder auf deinen Platz. Wisst ihr, ich gebe mir viel Mühe hier, bei den Fettfighters. Woche für Woche bin ich hier, nicht nur als Kursleiterin, nein, auch als Freundin. Nein, mehr noch, als Geliebte. Und ich versuche, euch fetten Menschen zu helfen. Und was tust du, Jenny? Du kommst hierher und schlägst mir ins Gesicht. Sie will doch nur abnehmen. Bitte in unserer Sprache, wenn du schon stören musst. Jenny, du hast mich verraten und du hast die Gruppe verraten, aber am meisten hast du dich selbst verraten. Nun, es tut mir leid, Marjorie. Der Arzt hat gesagt, ich sollte das machen lassen. Ich kann doch jetzt nichts mehr dagegen tun. Du könntest es entfernen lassen. Aber so einfach geht das nicht. Nun, was soll daran so schwer sein? Das ist eine Operation. Da muss man erst mal einen Termin bekommen. Man muss... Was? Es muss hier irgendwo sein. So. Nach der Stunde kannst du es wieder haben. Okay, also, wer lässt sich als Nächster wiegen?